Guten Morgen an Tag 9. Heute kann man tatsächlich mal von morgen sprechen, weil wir haben irgendwie, ich glaube, irgendwas kurz nach 7 dürfte es sein. Nicht mal? Na, 6. Oh, okay. 6.15 Uhr. Aha, so viel zum Zeitgefühl. Ja, auf jeden Fall heute das Wetter schon deutlich, deutlich besser als gestern. Da sieht man so ein bisschen die Sonne hinterm Berg. Gerade ist doch noch relativ frisch, also sobald die Sonne raus ist, wird es richtig schön warm. Also die Sonne, ich kann nur kurz zeigen, geht halt hier hinten über den Bergen auf. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Und da wird es auch richtig warm, aber wie gesagt, sobald die Sonne halt irgendwie hinterm Berg ist, wird es auch nochmal richtig kalt, deswegen auch gerade irgendwie nochmal die dicke Jacke angezogen, Mütze auf und so. Bisschen aufwärmen. Ja, ich habe schon gefrühstückt. Laurenz sitzt da noch und genießt sein reichhaltiges Frühstück. Ja, irgendwie war die Portion heute ein bisschen größer ausgefallen. Da müssen wir die nächsten Tage ein bisschen schauen, ein bisschen haushalten. Genau, ansonsten Plan für heute ist gleich wahrscheinlich erstmal ein Feuerchen machen, damit man was Warmes hat. Mal gucken, ob wir vielleicht machen wir uns einen Tee. Dann werden auf jeden Fall wieder Muscheln gekocht als Köder für die Fische. Genau, dann mal sehen, wie viel Zeit so ist, wie das wieder Wasserstand ist. Dann ist auf jeden Fall heute Waschtag angesagt, sowohl für uns als auch für unsere Klamotten. Weil, naja, wenn es irgendwie nass und kalt ist, ist Ausziehen immer so ein bisschen eklig. Und ja, für die Klamotten, die trocknen dann halt nicht. Deswegen, wenn das Wetter schon mal so halbwegs mitspielt, dann müssen wir das irgendwie mal nutzen. Ja, ansonsten schauen wir, glaube ich, mal, was der Tag so bringt. Und dann melden wir uns bestimmt später nochmal. So, es gibt ein kleines Mittagsupdate. In der Zeit ist eigentlich ein bisschen was passiert. Wir haben heute Morgen gewaschen. Die Klamotten hängen da hinten noch auf der Leine zum Trocknen. Beziehungsweise gerade dadurch, dass wir hier das Feuer anhaben, werden die auch irgendwie gut eingeräuchert. Aber gut, so ist das. Ja, ist jetzt irgendwie, so glaubt man das überhaupt gar nicht, weil irgendwie der Himmel schon wieder komplett blau ist. Aber der Vormittag war eigentlich ziemlich scheiße. Ich habe auch schon inzwischen wieder Thermoklamotten an. Ja, Laurenz also schon wieder hier komplett eingepackt. Thermohemd und alles. Mütze wieder ausgepackt habe, weil hier weht ein guter Wind. Ja. Plus Wolken. Ja, Wolken sind irgendwie, ich suche gerade welche, aber natürlich in den letzten 5 Minuten haben sich alle verzogen. Aber was gut ist. Ja, was prinzipiell gut ist. Ja, aber der Vormittag war natürlich nicht besser. Also heute Morgen so gegen, wann haben wir uns gewaschen? Um 9? Dann ist es ein Frühjahr, ja, so zwischen ungefähr um 8. War richtig schönes Wetter und auch richtig warm. Also man könnte auch oberkörperfrei hier rumlaufen, ohne dass es direkt kalt wurde. Genau, haben uns gewaschen, Klamotten gewaschen, haben Muscheln gekocht, die wir dann als Köder für die Fische nehmen wollten. Ja, Problem ist, ihr seht es schon im Hintergrund, da ist zwar Wasser, aber dieses Wasser ist irgendwie jetzt nicht gerade so spiegelglatt, wie es gestern war. Das heißt, dort an der Stelle, wo wir angeln wollten, man sieht einfach überhaupt nichts im Wasser und ja, es kommt auch nichts. Also wir haben da Muscheln reingeschmissen als Köder und es ja, tut sich einfach nichts. Wahrscheinlich wird einfach der Geruch so schnell weggetragen durch die Strömung, dass da nichts, ja, dass einfach nichts übrig bleibt. Das heißt, wir haben eigentlich den Vormittag mehr oder weniger einfach nur damit verbracht, dort auf dem Stein zu liegen und nichts zu tun. Aber gut, ob man jetzt hier nichts tut oder drüben nichts tut, ist dann auch egal. Ja, dann sind wir wieder hier zurückgekommen und haben uns ein wundervolles Essen gemacht. Es gab viele Muscheln. Genau, es gab viele Muscheln. Ja. Die haben halt alle sich so an einem Stein festgesogen mit ihrer kleinen Zunge. Und das Problem ist, wenn man die halt abreißt, reißt man halt nicht die Zunge ab, sondern halt dieses Gras, was die da, woran die sich da festgebissen haben. Das heißt, die Hälfte des Grases ist noch in der Muschel. Und das spürt man teilweise dann doch ganz gut, wenn da mal so kleine Steinchen oder was auch immer ist. Irgendwie war das nicht so richtig geil. Und dann sind uns die Töpfe auch noch umgekippt. Die Hälfte so ins Feuer. Das hat die Brühe dann noch ein wenig dünner gemacht. Ja, es war ein sehr wässriges Mittagessen.
Ja, ja. Es war was zu essen. Ja, es war was zu essen. Das ist halt alles nur so Kleinkram. Ja, genau so. Deswegen, wir freuen uns heute Abend schon wieder auf Chili con Carne, falls nicht zufälligerweise das Wasser doch beschließt, irgendwie ein bisschen ruhiger zu werden und wir da doch noch was rausziehen können. Eigentlich sind wir gut vorbereitet. Wir haben wieder einige, also die Köder, also die Muscheln sind definitiv heute deutlich besser an den Haken festgemacht. Also eigentlich sollte das funktionieren. Nur ja, jetzt macht uns halt gerade ein bisschen das Wasser einen Strich durch die Rechnung. Aber gut, im Zweifel, wir haben gestern Abend vorm Schlafen gehen, das war irgendwie so gestern ja relativ früh, irgendwie so 22:30 oder sowas um den Dreh, haben wir gesehen, dass tatsächlich hier direkt in der Bucht hier bei uns einfach ein riesen Fischwarm war und ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass die auch einfach abends immer wieder kommen, einfach weil das Wasser hier ein bisschen ruhiger ist und vielleicht kann man sich ja da einen rausangeln, also irgendwo zwischendurch wird es auf jeden Fall mal nötig werden. Haben noch nicht so ganz raus, was wir jetzt in den nächsten Tagen machen, ob wir jetzt bis morgen bleiben oder bis übermorgen oder wie viele Tage wir dann tatsächlich für den Rückweg in die Stadt veranschlagen. Davon hängt ja auch ein bisschen ab, wie viel Zeit man generell hier einfach logischerweise noch hat. Aber das werden wir dann sehen. Jetzt ist erstmal, ja, man könnte sich eigentlich mal einen Tee machen oder so. Können wir eine Runde Karten spielen. Oder eine Runde Karten spielen, genau. Bis das Wasser hier ein bisschen aufs Klo gehen, bis sich das Wasser hier ein bisschen beruhigt hat und dann versuchen wir es mit dem Angeln nochmal. Bis dahin. So, ich weiß ja gar nicht, ob wir das schon gezeigt haben. Und zwar, wo unser jetziger Angelspot ist. Nämlich da drüben. Da, wo diese Fels, die freien Felsen sind. Ja, da sitzen wir die ganze Zeit und versuchen irgendwie da Fisch rauszuholen. Weil da wenigstens das halbwegs steil abfällt und man relativ schnell über die Algen drüber ist, also über die Seegrasgedöns. Was halt hier vorne nicht der Fall ist, weil die so, keine Ahnung, 5-6 Meter fast. Naja, ganz so viel ist es nicht, aber das ist irgendwie 3-4 Meter sein. Die irgendwie das Zeug da rein wächst und halt keine Chance, da verfängt sich der Haken auch irgendwie ziemlich schnell. Aber ja, ist auf jeden Fall ein ultra schöner Platz. Hier mit den Bergen drumherum. Dort hinten quasi an dem Berg und dann noch ein bisschen rechts runter war unser Platz, wo unser Sub weggeflogen ist. Genau, und da drüben. Da ist aber uns gerade unterm Tarp. Da ist unser Platz. Dann quasi hier unsere kleine Bucht für uns. Ja, richtig schönes türkises Wasser. Das entspricht ja auch überhaupt nicht tief. Aber genau, ja, also ultra schöne Landschaft auf jeden Fall. Kann man sich dran gewöhnen. Es dürfte ein paar Grad wärmer sein. Dann könnte man da wirklich sehr, sehr entspannt einfach drin schwimmen. Aber mal sehen. Also noch, es hat sich inzwischen ein bisschen beruhigt, das Wasser. Ich denke, wir werden wahrscheinlich gleich einfach eine Runde Karten spielen und werden uns dann wieder darüber begeben. Gucken, ob diesmal was anbeißt. Hallo, es ist mal wieder Abend. Man sieht es daran, dass es ein bisschen dunkler tatsächlich geworden ist und irgendwie so genau hinter uns wahrscheinlich irgendwo so, oder? Genau hinter uns die Sonne ist. Ja, es gab Reis mit ein bisschen Chili zum Abendessen. Kein Fisch. Kein Fisch. Weil kein Fisch da. Immerhin soll morgen auch Sonne sein, wohl, und ja. Übermorgen auch. Ja, übermorgen nur so halb, aber ja. Ein bisschen Sonne. Ja. Also auf jeden Fall kein Regen, dass ja. Wir die letzten beiden Tage hier dann noch halbwegs entspannt verbringen können, Montag und Dienstag, weil aktuell ist der Plan, dass wir dann am Mittwochmorgen irgendwann aufbrechen und hier einmal sieht man sogar schon den Hintergrund. Cool. Ja, das wird spaßig. Hier hinten links rüber zu gehen. Ja, einmal so quasi über den,
über den großen Hügel. Das wird. Apropos, ich sehe gerade, eigentlich müssen wir gar nicht da hinten rum, wir können einfach hier rum. Das macht es vielleicht ein bisschen einfacher. Ja, einfacher jetzt nicht, also ja. Einfacher als das da drüben. Ja, ist richtig. Es wird auf jeden Fall ziemlich anstrengend. Und das ist vor allem nicht das Einzige, da geht es dann noch erstmal ungefähr, was sind denn das, 60 Kilometer, bis wir zur Straße knapp, kommen? Ja, um 7 wahrscheinlich. Ja, und das ist halt teilweise nochmal echt steil, also gerade vor Ende kommen wir dann noch an einem See an und der liegt halt 200 Meter unter unserer Höhe, wo wir dann ankommen. Das heißt, da geht es dann erstmal bergab und zwar so richtig. Müssen wir mal schauen, wo das dann funktioniert, ja. Wie gut das funktioniert. Wir haben zwar jetzt schon viele Karten angeguckt, aber irgendwie so richtig schlau. Es führt halt einfach keinen Weg dran vorbei, über eine Bergkette da drüben zu gehen, wenn wir auf die andere Seite wollen. Die einzige Möglichkeit, nicht über eine Bergkette zu gehen, ist basically den gleichen Weg wieder zurück nach Löding. Aber das ist halt irgendwie auch ein bisschen doof. Und vor allen Dingen auch ganz schön anstrengend, weil es halt einmal quer durchs Moor geht. Und da brauchen wir halt locker nochmal 4-5 Tage für. Vor allen Dingen, weil wir jetzt halt auch nochmal einen Ticken weniger Kraft haben, einfach als vorher. Aber gut, in der Hoffnung, dass wir dann in einem Tag irgendwie Richtung Straße kommen und dann basically 3 Tage haben an der Straße entlang, einmal komplett vom Norden des Fjords runter nach Bö zu laufen. Aber ja. Müssen wir was suchen. Aber auch generell, wenn wir dann an der Straße sind, wird es wahrscheinlich dann nachher auch ein bisschen rumgegucke, weil da fängt es dann irgendwann an, dass es wieder ein bisschen besiedelter wird. Mhm. Und da kann man sich halt auch nicht einfach mehr irgendwo hinpflanzen. Und bis jetzt war das ja so, wenn wir irgendeine Stelle gefunden haben, die halbwegs gerade war, windgeschützt und was auch immer ein bisschen Wasser hatte, dann war das okay. Jetzt ist nur das Problem, wenn da Häuser sind, möchte man sich ja auch nicht direkt neben ein Haus pflanzen. Ja, ab in den Vorgarten. Ist halt echt so, das muss ja nicht sein. Heißt, wir sind wahrscheinlich da ein bisschen darauf angewiesen, an die bewälderteren Gebiete zu gehen. Und da kann es halt wieder steil werden. Also müssen wir dann einfach hoffen, dass wir irgendwo was finden. Ansonsten gibt es 30 Kilometer Höhenmarsch. Ja, also es werden auf jeden Fall dann spannende letzte Tage. Deswegen versuchen wir noch so ein bisschen die Verbleibenden hier zu genießen. Ein bisschen auch Ruhe zu machen, ein bisschen eben, das Ganze zu entschleunigen, einfach mal ein bisschen chillen. Ein bisschen Kräfte sammeln, ein bisschen Energie sparen, vor allem auch was so Essen betrifft. Ein bisschen schlafen. Deswegen sind die ganzen letzten Tage jetzt auch nicht so richtig aufregend gewesen hier. Die nächsten beiden werden es wahrscheinlich auch nicht. Aber man macht sich aufregend, wenn man zum Beispiel eine Luftmatratze kaputt schießt. Zum Beispiel. Wer weiß, was noch Schönes passiert. Keine Ahnung. Ein zweites Loch. Vielleicht schmeißen wir morgen, weiß ich nicht, den Sack Reis in das Meer oder so. Oder uns ins Meer. Also einmal ausgerutscht, dann geht's baden. Oder so. Das wäre natürlich auch noch eine Option. Ja. Nee, aber ansonsten eigentlich recht entspannt hier. Wir haben halt unsere private Bucht, in der wir jetzt hier leben. Ist halt schon sehr entspannt. Gerade hier oben diese, wir haben vorhin mal auf der Karte geschaut, angeblich sind diese beiden Berge jeweils knapp über 1000 Meter hoch. Ich kann das ehrlich gesagt nicht so ganz glauben, wenn ich hier stehe, weil aber man hat halt einfach null Referenz irgendwie dazu, weil die sind halt einfach diese zwei Klopper hier in der Mitte, sonst ist da nichts. Ja. Ja, aber wenn man mal so ein bisschen ans Ufer guckt und da die Bäume sieht, die halt auch nochmal deutlich größer sind als man selber, das ist schon hoch. Ja, ein bisschen was ist es schon. So ist es. Offensichtlich so ein Kilometer. Offensichtlich ein Kilometer, ja, genau. Ja, wird auf jeden Fall interessant. Jetzt genießen wir erstmal noch ein bisschen den Abend hier, beziehungsweise gucken nochmal, was die Fische. Aber nur Reiskorn. Gucken, was die Fische sagen. Ob die vielleicht zufälligerweise heute Abend Lust haben, rauszukommen. Weil das wäre halt wirklich so ein Aufputscher nochmal. Dann würde ich sagen, können wir hier noch einmal den gerade sehr schön angeleuchteten Berg dort hinten zeigen. Also ganz sieht man den gar nicht von hier. Ich meine den da drüben, der gerade so ein bisschen versteckt ist. Aber genau, ansonsten würde ich sagen, werden wir uns, glaube ich, heute Abend nicht mehr melden. Weil ich glaube, so viel wird nicht mehr passieren. Außer natürlich. Ich mache wieder Quatsch. Genau. Und ansonsten würde ich sagen, hört man sich morgen. Gute Nacht. Gute Nacht. Ciao.
Wir haben plötzlich irgendwie wieder Sonne im Gesicht. So ganz schön viel. Sonne, so viel zu entspannter Abend. Das wir werden wahrscheinlich einfach schlafen gehen. Also irgendwie, glaube ich, sollten wir das einfach nicht mehr sagen. Ja, das liegt eventuell daran, weil der Herr neben mir meinte, lass mal kurz gucken, wo wir da lang müssen. Ja, jetzt stehen wir hier. Auf dem Berggipfel. Auf dem fucking Berggipfel. Ich kann ja mal kurz so rumzeigen. Da unten. Und dann noch weiter rein. Und dann da rechts rein. Irgendwo ist unser Tab. Ja, wir waren jetzt mal eine gepflegte Dreiviertelstunde wandern. Was man halt so um 22.10 Uhr macht. Mhm. Haben dafür einen sehr, sehr geilen Ausblick, muss man sagen. Und nochmal die Sonne und man hat hier mal alles gesehen. Wäre ja ein bisschen schade, wenn man die ganze Zeit nur in der Bucht hängt. Das ist richtig. Eventuell haben wir jetzt eben nur kurz so eine Spinnerei. Da gibt es ja auch noch so einen Gipfel. Vielleicht, wenn man ganz viel Lust hat. Der ist halt auch noch mal ein ganzes Stückchen weg. Da müssen wir halt einfach komplett runter. Ja, ist richtig. Und das ist schon so eine Tageswanderung. Aber ohne schweres Gepäck. Wir können auch ein Floß bauen. Ja, mal sehen. Mal sehen. Auf jeden Fall haben wir schon mal so ein bisschen gecheckt, wo wir lang wollen. Also unser Ziel liegt in diese Richtung. Da wo die 30 Kilometer in diese Richtung. Nicht der erste große Berg, sondern die da ganz da hinten. Ja, da hinten sieht man so ein bisschen so die Weißen da hinten und dann noch ein Stück weiter. Das da vorne sieht schon sehr stark nach Meer aus. Das ist Meer. Das bedeutet, so weit sind wir tatsächlich gar nicht weg von der Küste. Und es ist alles nicht ganz so schlimm, wie wir uns das vorgestellt haben. Also es kommt tatsächlich hier, wo die Kante darunter geht, diese Bergkante, da geht es nochmal ordentlich runter zu diesem großen See, wo wir hoffen, dass wir dran vorbeikommen. Aber das sollte eigentlich machbar sein. Das wird machbar, da kommen wir 100% runter. Und ansonsten gibt es hier auch viel Wald. Also falls man schlafen müsste, ist das kein Problem. Aber was die Bedenken betrifft, dass wir an einem Tag nicht bis zur Straße kommen, die sind eigentlich nicht wirklich gerechtfertigt, weil wir haben jetzt ohne Gepäck hier hoch eine Dreiviertelstunde gebraucht. Natürlich mit Gepäck sieht das alles ein bisschen anders aus. Muss man ein bisschen mehr Pause machen oder viel mehr Pause machen. Aber ja, trotzdem machbar. Aber auf jeden Fall sehr geil, weil sieht man noch mal ein bisschen was von der Landschaft hier. Hat man noch mal so einen richtig schönen Rundumblick, wo man sich hier eigentlich befindet. Weil eigentlich sind wir ja auch vor allen Dingen hier wegen der Berge. Ja. Wegen der Landschaft, wegen der Berge und so eine Bucht ist nett, aber in der Karibik gibt es schönere. Nee, eben, das ist richtig. Nee, und einfach generell mal zu sehen, wo man überall lang gelaufen ist. Also da hinten überall am See sind wir lang gelaufen, bis da ganz hinten hin. Durch die ganze Matschepampe da hinten durch. Genau, durch diese ganze Matschepampe. Bei diesen ganzen Seen auch da zwischendurch, oder? Wo die da alle so zwischendurch sind. Ja, guck mal, man sieht hier auch diese eine große Felsschlucht da, die uns so übelst den Weg versperrt hat. Ja. Wo wir deswegen extra außen rum gegangen sind und dann da hinten in die ins Waldstück rein. Ja. Was uns irgendwie so einen Tag Detour gekostet hat. Also auf jeden Fall sehr cool zu sehen hier. Und ja, auf jeden Fall Sonne genießen. So richtig Mitternachtssonne sehen werden wir wahrscheinlich nicht. Die fängt sowieso erst, ich glaube, in 3 Tagen oder so an. Aber das Problem ist, Norden ist halt genau die Richtung und da sind halt auch so ein paar Berge dazwischen. Müssen wir halt da hoch. Man müsste halt da hoch, geht halt nicht, weil da ist noch Wasser dazwischen. Hier hinten, hinter dem Felsen hier, kommt noch direkt Wasser. Ja, funktioniert nicht. Ja, gut. Aber wir sind jetzt hier auf 200, 250 Meter? Ja, irgendwie sowas um den Dreh. Irgendwie so sind wir einmal hochgelaufen und guck mal hier. Ja, wir haben hier... Mein Stein! Jawohl! Haben wir unsere Steine gesetzt. Und der hier unten ist Christians. Ja, ich war auch da. Ja, auf jeden Fall netter Abendspaziergang, würde ich sagen. Oh geil, mit Sonne im Rücken sieht man natürlich gar nichts mehr. Dann sucht ihr eine Ecke aus. Hi. War auf jeden Fall eine sehr coole Abendtour. Bisschen was anderes als... Wir machen uns jetzt noch einen entspannten Abend bei uns im Tarp. Jupp, aber man hat noch mal ein bisschen was gesehen. Und ich glaube, das ist auch so, klar haben wir morgen und übermorgen theoretisch noch mal ein bisschen Zeit, aber das sind so die letzten Momente, wo man noch mal tatsächlich ein bisschen frei einfach erkunden kann, ohne dass man basically jeden Meter da rein investieren muss, wieder zurückzukommen. Ja, definitiv. Also deswegen, also es wird alles relativ entspannt. Das Ding ist natürlich, jetzt haben wir gerade richtig, richtig geiles Wetter. So richtig schön Sonne, trocken alles. Es hat sich richtig
Ja, und es ist angenehm warm, ja. Wir können hier im T-Shirt, also ich habe mir inzwischen wieder ein Vlies angezogen. Also es ist schon frisch, wenn da mal der Wind weht, ist es schon frisch, aber es ist jetzt nicht kalt. Unangenehm, es ist ja nicht kalt. Und das ändert sich leider in 3 Tagen wieder. Also morgen noch gutes Wetter, übermorgen so halbwegs, ab Mittwoch schon nicht mehr so wirklich und ab Donnerstag Regen. Wenn wir hier halt bei Regen und Sturm hoch müssen, dann ist das halt was anderes, weil es waren teilweise schon ein paar Kletteraktionen. Ja. Also hier und da musste man schon mal auf allen Vieren hochgehen, weil es halt basically Steilwand hochging. Ja. Zwar immer nur so Etappen, aber ja. Nee, also deswegen haben wir definitiv gesagt, dass wir das an einem sonnigen Tag machen. Wenn wir wissen, okay, die Wettervorhersage sagt, Dienstag, Mittwoch gutes Wetter dann und Donnerstag erst Regen, dann werden wir definitiv am Mittwoch hier hochgehen. Aber auch einfach nicht nur, weil es eklig ist, hier hochzukommen. Also wir müssen natürlich nicht auf den Gipfel hier hoch, das war jetzt so just for fun. Unser Weg wird dann eher so da unten, hier so da lang führen, da unten. Aber ja, man will ja auch ein bisschen was sehen und nicht nur, weil bei Regen und kalt ist einfach eklig zu laufen. Da hatten wir schon sehr viel von. Genau, da hatten wir einfach schon sehr, sehr viel von, deswegen nutzen wir jetzt noch so ein bisschen. Und da hat man halt auch einfach keine Motivation, wenn Wolken waren ja basically so bis zur Hälfte des Berges. Ja. Also wir dürften... Wir wären voll in der Wolkenschicht gewesen. Ja. Also, und da hat man halt auch echt keine Lust, dann nochmal, wenn es gerade regnet, es kalt ist, es nass ist, dann nochmal zu sagen, ja, lass mal auf den Gipfel. Macht man halt nicht. Ja. Ist halt auch gefährlich irgendwo, wenn es halt rutschig ist, weil man geht halt sehr viele Steine hoch. Ja, und die Steine sind teilweise auch einfach richtig locker. Also muss man schon echt ein bisschen aufpassen, dass man da nicht irgendwo mal was lostritt und irgendwie dem Hintermann ins Gesicht fallen lässt. War eine gute Entscheidung, war sehr anstrengend hier hoch. Aber irgendwann gewöhnt man sich einfach so ein bisschen dran, habe ich das Gefühl. Ja, tatsächlich. Also dafür, dass... Also zwischendurch war es schon wieder richtig anstrengend. Aber jetzt gerade würde ich sagen, ja gut, dann machen wir halt weiter, ne? Weiter geht's. Ja, wie gesagt, mit bisschen Pause geht das. Deswegen habe ich da jetzt auch nicht so Riesenbedenken, dass das mit dem Rucksack eklig wird. Weil, ja, wir werden mehr Pause machen müssen, aber gehen tut das irgendwie. Und die Rucksäcke werden leichter. Also das ist ja dann basically Minimalgewicht, was wir da mitschleppen. Noch ein klein bisschen Essen, bisschen Reis. Noch für die letzten Tage. Und das war's denn ja. Christians Essen ist ja schon komplett weg. Fast, ja, ich habe noch ein bisschen Chili, so Kleinkram, so ein paar Nudeln, Chili-Pulver und so Geschichten. Ja, wiegt ja zusammen nicht mal ein Kilo. Ja, das ist schon richtig. Noch, ich habe noch ein bisschen Müsli. Okay, ja, ein bisschen, cool. Aber viel ist es nicht mehr, was ich so an Essen dabei habe. Wenn man bedenkt, was du am Anfang dabei hattest. Das ist richtig. Aber ja, also lässt sich hier definitiv aushalten. Jetzt geht es irgendwie wieder abwärts. Das soll es dann jetzt, glaube ich, für heute gewesen sein. Mal schauen. Mal schauen, was uns noch so einfällt auf dem Rückweg. Aber dann melden wir uns morgen wieder. Jo, bis dann. Gute Nacht. Wir haben inzwischen, gucken wie viel Uhr wir haben, spät, 1:15, aber, wo ist er hin? Da. Es gibt einen Fisch. Es hat tatsächlich funktioniert. Das Wasser ist halt übelst ruhig. Und ich habe mich einfach da vorne hingesetzt und habe die Muschel hingeworfen und dann hat es ratz, ratz, ratz gemacht und dann war da plötzlich ein Fisch. Ja, ich würde sagen, morgen gibt es Fischfilet.